Die schäbigste Situation in meinem Leben. Selber schuld, ne? Entschuldigung. Ich schwöre, ich hätte dich niemals so eingeschätzt, ne? Dass du so krass bist. Also es war kein Fuck-Move. Ja doch. Nur ist halt doof gelaufen. Ich bin für so einen Scheiß einfach echt zu alt. Ja, dann ist weißt okay. Du? Und ich habe auch gedacht, du bist ein erwachsener Mann so. Aber bist du anscheinend nicht. Jetzt bekommt er die ganze Breitseite. Also war da nie Interesse bei dir? Bei dir? Bei dir, bei mir. Also das so kann ich auch sagen. Also. Doch. Interesse war da. Ja. Ich glaube, wäre ich auch am Ende nicht so bubihaft gewesen, hätten wir das hier nicht gebraucht. Ja. Du hättest doch vor einem halben Jahr schon sagen können, so, Julia, ey, das will dich einfach nicht. Oder als wir uns getroffen haben. Weißt du, aber dann küsst du mich so. Ich verstehe es nicht, Jan. Ich verstehe es einfach nicht. 2 Jahre, Jan. Ja. 2 Jahre. Ich bin ehrlich, ich finde das irgendwie jetzt total green. Also so komisch, die Situation. Ich weiß selber nicht, wie ich mich jetzt mit, also wie ich mich verhalten soll. Aber ich habe das alles anders erwartet, ne? Warum machst du das denn? Ja. Guck mal, ich bin echter Mensch, weißt du, mit echten Gefühlen so. Wir hatten halt geschrieben, er hat mir gesagt, er fährt in Urlaub. Ich wusste halt nicht, dass er hier jetzt mitmacht. Ich habe ihn gefragt, ne, ob er sich nach dem Urlaub meldet. Er sagt so, ja, auf jeden Fall, safe, halt dir den Valentinstag für mich frei. Und dann laberst du mich voll von wegen Valentinstag. Ja, aber ich wusste nicht, was... Wir gehen Valentinstag aus, 110%. Ich meine, ich gebe zwar nicht viel auf Valentinstag, aber es ist halt trotzdem Valentinstag. Wir haben uns nicht gezopft. Ja. Theoretisch hassen wir uns nicht. Ja, aber anscheinend hast du ja kein Interesse. Also, was soll ich sagen? Ich würde jetzt kein Konfetti schmeißen, dass du hier bist. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil er immer früher gesagt hat, ja, zweite Chance würde er gerne nutzen und ne, das Versuch mit mir. Das macht doch keinen Sinn, Alter. Bin ich jetzt nochmal? Es ist jetzt nicht so, dass du mir schlaflose Nächte bereitest. Ne? Alles cool, aber das so, also dein Ego kannst du mal klein halten. Also im schlimmsten Falle sind jetzt 3 Frauen für mich hier und ich stehe nachher trotzdem alleine da. Ich weiß halt nicht, was jetzt mit Jan Jill so ist. Ob das jetzt nur so mit der so ein Techtelmechtel ist und danach, wenn ihr zu Hause seid, ist das ciao, Kakao, wie sonst auch immer bei dir. Oder ob du das jetzt wirklich ernst mit ihr meinst. Also theoretisch bist du 2 Tage zu spät. Ich habe jetzt 3 Tage gekämpft. Also ist ernst mit Jill. Sie tut mir unnormal gut. Ja, aber das könnte ich auch. Das könnte ich auch. Hier ist das so meine Flamme. Also schließt du mich auf jeden Fall safe aus, dass du mit mir nichts. Oder kannst du dir das was vorstellen noch so vielleicht? Also ist da Interesse da oder nicht? Boah, die Frage ist schwierig, ne? Suche ich mir jetzt. Ich bin offen, suche ich mir jetzt Selina aus, wo ich weiß, wenn man Selina hat, hat man sie so. Sie ist dann so true und so loyal. Soll ich jetzt dafür kämpfen oder nicht? Soll ich dich in Ruhe lassen? Darüber möchte ich nicht nachdenken. Okay, ich weiß Bescheid. Also ich kenne das eigentlich so, dass ich für einen Mann irgendwie, dass ich da kämpfen muss. Ich muss sagen, das provoziert mich ein bisschen. It is what it is. Dann gucken wir mal weiter. Ja, meine Taktik ist jetzt erstmal mit John of Bros. Schiene zu gehen und dann gucken, wie das dann sich so alles so entwickelt.